Sehen Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Video gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut! In Führung gehen und in Führung bleiben, unser Jahresmotto. Souverän ist der, der Verantwortung übernimmt. Der überlegt, überlegen, Chancen wahrnimmt, in Führung zu gehen. Verantwortung für sich zu nehmen, Verantwortung für das ganze Team zu tragen und Verantwortung auch für die Gesellschaft. Wie geht's dir damit? Hast du Spaß, so wie hinten im Bild? Hältst du die Verantwortung hoch oder sagst du, nee, das ist eine große Hürde, da stolper ich oft drüber. Wie es dir gelingt, diese Verantwortung noch besser zu schultern und was es auch bedeutet, Wissen weiterzugeben, um andere in Führung zu bringen, das erfahrt er jetzt. Ich freue mich auf ihn. Hier ist er, Leonhard Zintel. Ein spannendes Thema, Verantwortung. Und ich freue mich, dass ich mit Theo Bergauer über dieses Thema sprechen konnte. Ich bin davon überzeugt, dass das Fundament für unsere Aktivitäten, für unser Tun, Vertrauen ist. Selbstvertrauen und das sich zutrauen, das alles, was wir bewegen dürfen, privat, beruflich und in anderen Kontext, basiert auf diesem Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen und hohem Selbstvertrauen entsteht die Verantwortung. Ich freue mich auf den Talk mit Theo. Herzliche Grüße. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und noch ein größeres herzlich willkommen dir, liebe Leonhard. Ich freue mich, dass du heute wieder Zeit gefunden hast, mal bei mir vorbeizuschauen, um ein spannendes Thema mir zu besprechen, und das ist das Thema Verantwortung. Wir haben ja immer ein Spannungsfeld in Führung gehen und in Führung bleiben, also Führung in Führung zu sein. Und da ist für mich die Verantwortung ganz wichtig. Ich habe jetzt die Verantwortung, dass das Publikum dich kennenlernen kann. Und deshalb stelle ich mal die Frage, was zeichnet dich so aus? Was ist deine Berufung? Weil das ist ja auch eine Verantwortung, deine Berufung zu leben. Ja, gerne, lieber Theo. Und es ist immer ein Hochgenuss, mit dir im Dialog zu sein und Themen zu denken. Was ist Kern der Person Leonhard Zintel? Ich glaube, das ist Freude im Sinn von Lebensfreude, das bewusst zu erleben, welches Glück wir haben, dass wir jeden Tag früh aufwachen und das nicht selbstbestimmt tun, sondern schon das Glück haben, dass wir geschlafen haben und dann aufwachen und Dankbarkeit gestalten zu können. Dankbarkeit, zwei Füße am Boden zu haben, geerdet zu sein. Dankbarkeit für meine Frau, meine Familie, aber auch immer wieder dankbar zu sein, so wertvolle Menschen wie dich oder andere kennenzulernen und daraus Inspiration mitzunehmen und auch gestalten zu können. Es ist mir schon, was ist Berufung? Es ist schon eine Berufung von mir mit den Talenten, die einem selber gegeben sind oder der Situation, wo was entsteht, daraus was zu gestalten. Und vor allem mit dem, was einem gegeben ist oder das, was vorhanden ist und nicht einzufordern, dass einem was gegeben wird, sondern mit Ausverhandeltem was zu gestalten. Und das macht an vielen Stellen, wo ich Verantwortung übernehmen darf, Spaß. Und weil es Spaß macht, wirkt es auch so, als würde es ganz leicht gehen. Ja, das ist dann immer das Typische. Und gerade wenn es spaßig und leicht ausschaut, da steckt sehr, sehr viel dahinter. Und das ist das Schöne. Besonders hat mich gefreut, dass wir ja eine Freundschaft auch haben und du das immer wieder als besondere Ehre ist, dass wir miteinander Zeit finden, und deshalb auch von meiner Seite herzlichen Dank über eine Freundschaft, die sehr belastbar ist und wo wir uns immer auf sehr guter Augenhöhe austauschen über Themen, die uns bewegt. Und heute können wir mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Ich möchte hier offiziell einmal auch gratulieren zu der Auszeichnung, Honorarprofessor zu sein. Und für mich hat das auch was mit Verantwortung zu tun. Ich glaube, mit Verantwortung, Wissen weiterzugeben an die jungen Studierenden. Kannst du das bestätigen oder was war dein Ansporn, doch bei der Hochschule mit WAIDA viele Vorlesungen zu halten? Ich glaube, dass ein Teil der eigenen Verantwortung ist, nicht belehrend zu sein, sondern mit dem, was man lebt, Vorbild zu sein und anderen zu zeigen,
du musst es nicht so machen, weil das wäre ja nur eine Kopie, sondern wenn du darüber nachdenkst und in die Richtung deine Talente bespielst, was hast du für Möglichkeiten? Und das ist das, was mich inspiriert. Ich habe relativ zügig in meinem Leben immer an verschiedenen Stellen Leben Verantwortung geschenkt gekriegt, aber ich habe auch immer die Chance gehabt, zu reflektieren, daraus was zu lernen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mit der Professur verbinde, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich sage immer scherzhaft, ich habe nicht die Absicht, viele Vorlesungen zu halten. Die können ja alle lesen. Das werden wir dann an der Stelle. Sondern ich möchte wirklich in Interaktion kommen, in Dialog kommen, selber auch was dazulernen, wie junge Menschen denken, weil das fordert ja auch, jede Frage fordert dich ja auch, nachzudenken, was antwortest du, oder umgekehrt natürlich dann auch an einem Projekt zu arbeiten, gemeinsam über ein Semester, manchmal auch länger, sich echt Projekte vorzunehmen, die zu durchdenken, zu hinterfragen, Feedback zu geben, und das ist es, was mir Spaß macht, und darum ist das natürlich eine Mischung aus, erstens natürlich auch Freude und Ehre, die einem dazu teil wird, aber auch die Chance, immer wieder im wechselseitigen Austausch von eigenen Erfahrungen was preiszugeben und zu teilen, weil es wird ja nicht weniger deswegen, sondern gibt einem ja selber auch nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sind denn Dinge, die du erzählen willst, was sind denn Dinge, die du vielleicht aufschreibst oder wo du sagst, da schauen wir mal genauer hin, und während des Nachdenkens und drüber sprechen, wird einem auch selber nochmal was bewusst, aber umgekehrt merkt man ja dann, was aus den Fragen, aus dem Dialog entsteht und wo man anderen was mitkommen kann. Und ich war unabhängig von Mittweida, wo ich jetzt eingebunden bin, in den Hochschulbetrieb im Oktober an der Uni Bayreuth, Veranstaltung, ganzes Wochenende, und da durfte ich auch einen Kurs leiten. War toll, sehr intensiv, da ging es darum, wie geht man mit nicht Erfolg, sondern wie geht man mit um, wenn man mal was nicht geklappt hat. Und toll, wie junge Menschen sich da auseinandersetzen, aber auch, wenn man rausgeht, wo junge Menschen kommen und sagt, ich lese gerne, sagen wir mal, was lesen Sie gerade und welche Bücher haben Ihnen was gegeben? Und dann im ersten Moment sagt er, was lese ich denn gerade? Ja, und welche Bücher waren denn die, die es in letzter Zeit gelesen hast? Und dieses Wissbegierige, immer wieder da auch im Dialog zu sein, das ist natürlich, macht unheimlich Spaß. Also fast schon so eine Art Mentor zu sein für die jungen Leute. Ja, ich glaube, das geht auch schon in die Richtung. Ja, geht okay, in die Richtung. Also nicht, wie du gesagt hast, stur irgendwo vorzulesen, lesen können sie selber, sondern Mentor zu sein und einfach Wissen weitergeben und Erfahrungen weiterzugeben. Und ich merke es genauso, ich bin ja auch Dozent, wie die jungen Leute oder Studierenden da Interesse haben, das mitzubekommen. Und da dankbar sein, wenn jemand auch diese Öffnung hat und diese Freiheit hat, über sein Leben und seine Erfahrungen zu erzählen. Apropos Buch, ich liebe ja auch Bücher, und eines liebe ich besonders, Zukunft einfach machen. Auch das ist eine Verantwortung, die du getragen hast, Zeit zu investieren, deine Gedanken auf Papier zu bringen, damit andere einen Mehrwert haben. Und es ist einfach auch toll, ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, dieses Buch zu nehmen, reinzulesen, Notizen sich zu machen, was wirklich lesenswert ist und auch bildend ist. Also da, glaube ich, macht man vielen neugierig. Und ich gebe auch den Link damit rein, dass da die Chance ist, das Buch anzuschauen, weil es ist für mich sehr, sehr praktikabel, wie du das geschrieben hast. Das war ja die Idee, natürlich einen sehr persönlichen Einblick von mir zu geben, aber ja. Gestern erst wieder darüber gesprochen, ja, ich würde zu bezeichnen, wirksame Führung, sozusagen nicht bloß Theorie, sondern sozusagen an welchen Situationen, mit welchem Mindset, mit welchen Fähigkeiten ist es mir gelungen, was zu bewegen, und jeder kann sich das rausnehmen, wo er sagt, kann ich das in meinem Kontext übertragen oder was nehme ich mir daraus mit? Mhm. Und manchmal werde ich ja gefragt, was ist mein Ziel mit dem Buch? Da bin ich natürlich schon ganz entspannt. Mein Ziel war, das Buch fertig zu kriegen. Und das ist gelungen. Und ab jetzt kann daraus was anderes entstehen. Ja. Vielleicht auch in Richtung Nachhaltigkeit. Wir haben miteinander sogar das erste Buch auch geschrieben. Für mich ist auch ein Buch etwas Nachhaltiges. Das bleibt der Welt erhalten bei einer Welt, die sehr dynamisch ist. Also auch das kann man unter Verantwortung paaren, was Nachhaltiges zu schaffen in einer kurzlebigen Welt. Und für mich hat das Buch schon einen nachhaltigen Charakter. Absolut. Also Nachhaltigkeit ist ja, inzwischen haben wir zur Nachhaltigkeit wahrscheinlich viele
ganz anderen Bezug. Wir zwei, die im ländlichen Bereich aufgewachsen sind, haben wahrscheinlich zur Natur eine ganz andere Beziehung als vielleicht jemand, der nicht so aufgewachsen ist. Also ich, für mich ist es Hochgenuss, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, bin die Erdung, aber auch Nachhaltigkeit, insbesondere in einem, und ich glaube, das berührt jeden. Es geht nicht um eine Modeerscheinung, es geht ja nicht jetzt populistisch irgendwas zu tun, sondern einfach diese Verantwortung zu haben, und zu sagen, es ist an jedem seinen Beitrag zu leisten, dass man die Welt mindestens so wieder verlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Also da auch in anderen Generationen. Das ist natürlich auch ein Stück Beitrag in Nachhaltigkeit, wenn man was festhält. Damit ist es ja auch schon greifbar und andere können wieder drauf bauen und müssen sich manches nicht selbst oder neu erarbeiten, sondern können mit der Erfahrung schon an einer bestimmten Stelle ansetzen. Und ich kenne jemanden, der hat in meinem Buch geschrieben, eine Aussage von Leonhard Zindl. Wenn ich großer Manager wäre von einem Unternehmen, dann könnte ich nicht so walten und gestalten. Ich bin halt Vorstand einer doch sehr großen, was du zwar nicht hören willst, aber erfolgreichen Volksbank in Mittweida. Und du willst nachhaltig, du willst eine Sinnhaftigkeit schaffen. Das ist auch hochverantwortlich. Also mal weiterzudenken, in die Zukunft zu denken. Warum ist dir das so wichtig? Ich glaube, man kann das Leben als Schicksal sehen oder man kann sich mit dem Leben auseinandersetzen und nach vorne denken. Und darum ist es für mich eine Kraftquelle, die auch jung hält, zu sagen, was ist denn Zukunft? Und da gibt es natürlich einen Teil, das sind Rahmenbedingungen. Wenn man kurzfristig schaut, dann kann das das Wetter sein, aber je weiter man in die Zukunft schaut, dann sind es natürlich andere Dinge, gesellschaftliche Trends, Technologie. Und im starken Maße ist es die eigene Fähigkeit, eine Vorstellung zu entwickeln. Mit der Kraft, eine Vorstellung, ein Bild zu entwickeln, wo ich hin will, wie wahrscheinlich der Künstler, der Bild schafft, oder der Bildhauer, der aus dem Stein die Figur entwickelt. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, wo man sagt, wie weißt denn du, wie du die Figur aus dem Stein entwickelst? Und man sagt, naja, ich kann es mir vorstellen. Und alles, was überflüssig ist, das meißle ich halt weg. Und so ist es ja auch mit dem Bild in der Zukunft, sich sehr klar vorzustellen zu können, was da ist und dann rückwärts zu denken und zu sagen, wenn ich heute losgehe, was muss ich dafür tun? Aber natürlich auch Kraft oder Energie zu entwickeln, auch die ganze Fähigkeit des Menschen zu nutzen, im Unterbewusstsein auch darauf eingestellt zu sein. Und dann passieren natürlich die Situationen, da wo es Handeln erfordert und da muss man dann eben nachdenken. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du hast keine Vorstellungskraft. Damit du kreativer wirst und in die Zukunft denken kannst, ich gebe dir mal drei folgende Tipps. Befreie dich erstens von alten Denkmustern. Ja, du wirst dich fragen, wie geht das? Ganz einfach. Schau mal her, was da im Text. Einen Kinderspielplatz. Nehme mit dir Kinder als Vorbild oder die Natur oder Menschen, die du besonders bewunderst. Analysiere und beobachte und übertrage es in deine Gedankenwelt. Zweiter Punkt. Höre in dich hinein. Was macht dich wirklich mega, mega glücklich? Stell dir das mal vor, so ein Tag. Und das Dritte. Denke in Geschichten, denke in Bildern. Wie schaut die Geschichte deiner Zukunft aus? Überlege dir ein Märchen, eine Vision, sehr detailliert, mit Emotionen, Menschen und einem besonderen Ort. Dann wirst du sehen, es wird wieder richtig bergisch gut, wenn du vorausdenkst in Richtung Zukunft. Viel Erfolg dabei! Man hat einen klaren Kompass oder im Sprachgebrauch heißt es manchmal auch, die oder der weiß genau, was er will. Ja, Das ist ja stimmt. manchmal nicht in der Sekunde an alles zu denken, sondern da weiß jemand, warum er was tut, Entschlossenheit und das ist, glaube ich, die Kraft, die drin steckt, wenn man sich Zukunft vorstellen kann. Und dann sind es ja nicht die Zufälle, die dann passieren, sondern dann ist man auf den Zufall vorbereitet und kann in der Situation entsprechend handeln. Und das ist dann auch ein Leben, das natürlich in vielen Bereichen selbstbestimmt ist. Auch, dass man nicht das Gefühl hat, man wird vom Leben gelebt, sondern man lebt das Leben Ja. in
mit einem klaren Bild und es begegnet einem das, was man auch erleben will. Das ist dann das Thema Eigenverantwortung. Also ich sage immer, nicht die Zukunft verwalten, sondern die Zukunft gestalten. Und da hat jeder die eigene Verantwortung dafür. Und was da passt, ist, wenn wir schon bei deiner Bank sind, weiß ich noch, wie du erzählt hast, das ist abzusehen, dass wir mit dem normalen Schalterverkehr, mit den normalen Zinssätzen kein Geld mehr verdienen. Ich will die Mannschaft halten. Liebe Mannschaft, was tut ihr dafür? Wo können wir uns neu aufstellen? Das eine ist sicher, wenn ihr veränderungsbereit seid, wenn ihr neue Chancen annimmt, dann werden wir die Mannschaft durchhalten können. Und damit gibst du auch Verantwortung in dein Team hinein. Du machst ein Commitment, sagst, die Mannschaft stärker wird bleiben, aber da müssen wir uns gewaltig verändern. Da brauche ich euch dazu. Absolut. Und das Ganze ist so erfolgreich, wie jeder mit seinen Möglichkeiten seinen Beitrag leistet. Und ob das ein Sportteam ist, ob diese Mannschaft ist in einem Betrieb oder in jeder Konstellation, wo jemand zusammenarbeitet, klar zu machen. Also Klarheit ist da auch, denke ich, ein wichtiges Wort, wenn es um Verantwortung geht. Was ist denn wichtig? Aber auch Klarheit, was kann jeder dazu beitragen? Und dann entsteht natürlich auch eine Verantwortung in der Gemeinschaft dafür, dass jeder auch was dafür tut und nicht nur der Beitrag oder dabei zu sein, so wie die Allmende, die Gemeindewiese, wo man sagen kann, okay, wenn jeder seine Kuh auf die Weide schickt, irgendwann ist die Weide leer. Und wenn zu viele Kühe sind, dann wächst da kein Gras mehr. Und ich glaube, da ist auch diese Verantwortung zu haben, wo kann ich die Gemeinschaft mit nutzen oder wo bin ich für mich erstmal selber verantwortlich. Wenn ich selber große Wiese habe, dann muss ich meine Kuh nicht auf die Gemeinschaft, wie sie zu Weide treiben und kann da auch einen Beitrag leisten. Ja, danke. Das ist sehr plakativ, auch das Beispiel zu verstehen. Und ich habe ja im letzten Tag die Jutta Pelze gehabt, da hat man das Thema zum richtigen Zeitpunkt. Und die Jutta Pelze ist genauso wie ich Personalcoach und war früher bei Siemens, war Personalleiterin. Und die hat eine Frage an dich, oder besser gesagt zwei, und die erste passt jetzt auch. Welchen Tipp hast du, Menschen Mut zu geben, ins Umsetzen zu kommen? Es gibt ja viele Skeptiker und gerade wenn du sagst, wir wollen was Neues machen, geh mal in die Vorleistung, erwarte was. Welche Tipps hast du, dass die anderen ins Umsetzen kommen? Also dass die der Lethargie rauskommen? Also wenn es ums Umsetzen geht, glaube ich, ist ganz wichtig, erstens dieses Bild zu entwickeln von dem, was entstehen kann. Was definitiv auch aus meiner Sicht hilft, das zu verschriftlichen, weil das fordert einem schon nochmal ganz anders zu denken, ja. Wenn man aufschreibt, was man will und dann Schritte denken, also die Häppchen erreichbar machen. Das große Ziel an einem Tag ist schwer und meistens ist dieser Wunsch und die Unzufriedenheit, dass man es nicht erreicht hat oder dass man nichts losgeht, dann groß, wenn man dann ins Tun kommt. Und dann zu sagen, was kann ich jeden Tag, also wie die Salami in kleine Scheiben, in belastbare Päckchen, sagt, okay, jetzt möchte ich diesen Teil morgen tun oder diesen Teil diese Woche tun. Aber runter in kleine belastbare Häppchen, wo man sagt, das traue ich mir auf jeden Fall zu und dann am besten auch da wieder entweder, es geht ja am Handy, man kann es mit Papier tun, die To-Do-Liste für den nächsten Tag, wenn man das noch weiter treiben will, dann die am Abend schreiben, unbedingt, weil man nämlich dann schon mit dem Thema in die Nacht geht und dann am nächsten Tag tun und idealerweise früh die Dinge tun, wenn man sich das zeitlich so frei einteilen kann, dass man sagt, ich mache das, was unangenehm ist, was vielleicht ein bisschen schwerer fällt am Anfang, dann ist es weg. Weil die Dinge, die für selber gehen, die kommen schon. Und ich glaube, da kommt man gut ins Tun oder inzwischen haben wir uns ja angewohnt, dass ich rund ums Jahr laufe. Früher haben wir es immer so gemacht, im Winter bin ich weniger gelaufen. Und wenn dann der Frühjahr gekommen ist, du bist ja auch aktiver Sportler und vielfältig unterwegs, dann habe ich im Frühjahr mir immer angewohnt, wenn ich gesagt habe, jetzt geht es wieder los, da habe ich mir immer abends neben das Bett meine Turnschuhe hingelegt und alles, was ich zum Laufen brauche. Und wenn ich aufgewacht bin, nicht nachdenken, Schuhe anziehen, rausgehen. Und wenn du das 2 Wochen wieder gemacht hast, dann wachst du früh auf, dann möchtest du raus, weil dann bist du es wieder gewohnt, dann genießt du die frische Luft und ich glaube auch, wenn man wirklich die Überzeugung ist, man möchte was verändert, Gewohnheiten, was tun,
wirklich mal sagen, jetzt 14 Tage ziehe ich das Ding durch und damit entsteht eine Gewohnheit. Und Gewohnheit ist natürlich auch ein gutes Ritual, wie man mit kleinen Schritten sich zu großen Dingen. Es gibt keinen Sportler, der Sportart beginnt und die Goldmedaille gewinnt. Es gibt Ja. kein großes Ding, das geschaffen wurde, weil jemand heute sagt, ich mache das, sondern es sind immer viele Dinge auf dem Hintergrund, die man jetzt sieht. Und da braucht es diese kleinen Etappen, diese Schritte und über diese Erfolge sich dann hocharbeiten auf das Ziel. Das ist, glaube ich, da so der Tipp oder bei Ratschlägen muss man auch vorsichtig sein, sind ja Ausschläge. Darüber würde ich nachdenken, wenn ich die Frage kriege. Also es sind halt Lebenserfahrungen und diese Rituale dann einfach umstellen, weil jede Veränderung kostet Zeit und mit kleinen Schritten geht es halt leichter, als gleich den großen Change hinzulegen. Und sehr, sehr einleuchtend und plakativ. Dankeschön für dieses Beispiel. Damit ich die zweite Frage gleich bei dir servieren kann von der Jutta. Sie sagt, wir sind in einer Zeit immer schneller, immer mehr, immer besser. Und sie merkt auch, dass wir in einer Ellbogengesellschaft sind, dass wir da immer schauen, dass jeder am meisten kriegt, dass jeder siegt. Und wie gelingt es denn, dass wir gemeinsam gewinnen? Also, dass man vielleicht auch einmal weniger zufrieden ist und das dem anderen gönnt im Business, den Einkäufer halt nicht runter verhandelt bis zur letzten müden Euro, und dann festzustellen, nach 2 Jahren ist er pleite. Sondern wie kriegt man denn das hin, dass man vernünftig Geschäftspartnerschaften oder alle zu gewinnen schafft? Also ich glaube, man sieht sich im Leben mindestens zweimal oder öfter. Und wenn man denn alles auf die Kante treiben muss, muss man sich bewusst sein, die zweite Begegnung kann auch so sein, dass du nicht auf der Seite bist, wo du der Stärkere bist, der aufgrund seiner Verhandlungsposition oder aus der Situation wieder die gleiche Rolle hast. Und wenn du den anderen auch gönnen kannst, auch sagst du, okay, leben und leben lassen, dann kommt es auch zurück. Oder ich glaube, früher mal, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, Pater Albert Ziegler, toller Jesuitenpater mit super Vorträgen. Und der hat immer das in einem Bild so beschrieben: Oben am Berg des Lebens ist die Quelle und da läuft Wasser. Und kümmere dich darum, dass von dem Quellfluss Wasser möglichst viel Wasser auf deine Mühlen fließt. Aber achte darauf, dass auch genügend Wasser auf die Mühlen der anderen fließt. Und ich glaube, das bringt es schön in ein Bild. Ja, klar, wenn man marktwirtschaftlich unterwegs ist, wenn man ein Unternehmen ist und ein Sport, dann will man Gewinner. Und wenn man ein Unternehmen ist, will man erfolgreich sein. Aber der Erfolg ist auch Bestandteil der Gemeinschaft. Und es ist genügend vom Kuchen da, um für alle zu sein. Sport, ein unfairer Erfolg. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Raus aus dem Tipps. Tal, raus aus dem Tal. Du willst immer andere besiegen. Damit alle gewinnen und es viele Gewinner gibt, ich gebe dir mal folgende 3 Tipps, wie das gelingt. Erster Tipp: Mach dir eine Liste. Überlege dir mal 10 Ziele, die du angehst, und checke, welche Ziele davon rein egoistisch sind. Das heißt, nur auf dich und deinen Erfolg einzahlen. Zweiter Punkt ist: 5 Mitstreiter, 5 Mitbewerber, 5 Kooperationspartner. Den Namen schreibst du dir auf und daneben schreibst du dir, welchen gemeinsamen Nutzen könnt ihr bewirken. Dritter Punkt ist: 1 und 1 ist größer als 2. Ja, die Synergien. Welche Synergien schafft ihr gemeinsam, um somit gemeinsam noch mehr zu gewinnen? Ich wünsche dir viel Erfolg und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dann wirst du sehen, es wird wieder richtig bergisch gut werden. Für den Sieg, das ist auch kein richtiger Sieg, sondern da braucht es auch den fairen Wettbewerb. Und wenn man in einem fairen Wettbewerb mal der Zweite ist, dann ist der Ansporn beim nächsten Mal sicher zu sein. Wahrscheinlich kann man auch daraus was lernen. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses sich bewusst sein, dass man mit seinem eigenen Verhalten, insbesondere dann, wenn man vielleicht in der Situation gefühlt der Stärke ist, ein bewusstes, verantwortungsvolles damit umgehen und das nutzen, aber nicht ausnutzen. Das stimmt. Schönes Wortspiel, also nutzen, aber nicht ausnutzen. Und vielleicht ist man dann langfristig sogar ja souverän und ausgeglichen und es kommt immer wieder zurück. Das habe ich auch diesen Eindruck. Es kommt immer wieder zurück. Also ist ja auch ein
Begriff, der sehr belegt ist, vernetzen, Netzwerk. Und manche sind da sehr technokratisch unterwegs, um sich zu vernetzen, um einen Nutzen zu haben. Ich glaube, jeder, der vernetzt sein will, muss erstmal überlegen, was trage ich im Netzwerk dazu bei. Ja. Und es kommt im Netzwerk alles zurück. Nicht immer an der Stelle, wo man gerade meint, sondern an einer anderen. Und jeder muss seinen Beitrag leisten, damit Vernetzung gut funktioniert. Mir kommt jetzt gerade parallel auch das Beispiel verdienen. Jeder will was verdienen, aber wenn du das Fairwaren wegstreichst, dann heißt das, du musst erst mal dienen. Also du musst erst mal demütig dienen, einen Service bieten, für den anderen da sein und dann kannst du was verdienen. Und manche denken halt, das Verdienen kommt von selber. Also du musst erst mal dienen sein, dem anderen einen Nutzen bieten, Verantwortung zeigen dem anderen gegenüber, dass der einen Mehrwert hat. Und das, glaube ich, können wir auch zum nächsten Thema überleiten. Das ist das Thema Gemeinwohl, der Gemeinsinn. Ich glaube, die Verantwortung, was ich so in unserer Gesellschaft feststelle, also mal weg von der Industrie, von den Unternehmen in die Gesellschaft, dass jeder bloß sagt, ja, die sollen machen und die könnten doch. Und warum machen sie das nicht so? Und sich ausruht und selber nichts dafür tut, dass sich was verändert. Ja, ich glaube, es ist auch eine Haltung und wir müssen das schon gesellschaftspolitisch auch betrachten, dass Gemeinschaft dann funktioniert, wenn jeder was für das Gemeinwohl tut. Ganz im Sinne von unseren Grundgesetzen, da steht drin, Eigentum verpflichtet. Und ich würde das nicht nur auf monetäres Eigentum sehen, sondern auch auf geistiges Eigentum. Und wer natürlich jetzt mit seinen Fähigkeiten mehr Eigentum hat, weil er sich durch Bildung Wissen angeeignet hat, weil er durch seine Möglichkeiten andere Möglichkeiten hat, der hat natürlich auch im Sinne von dieser Formulierung Grundgesetz verpflichtet, auch nach meinem Verständnis seine Verpflichtung, der Gemeinschaft wieder was zurückzugeben. Dann funktioniert auf Dauer das, was wir ja erleben dürfen. Das ist ja Luxus bei allen kleinen und größeren Problemen, die wir haben, aber es ist ja Luxus, dass wir hier geboren sind, das ist Luxus, wie es uns weitgehend allen gibt. Es gibt auch schon ein paar schwierigere Dinge, aber den meisten geht es gut und wir sind trotz Corona ein Gesundheitssystem, das auf hohem Niveau funktioniert und wirtschaftlich vielen, die einen Status haben, wo man sagt, da kann man gut leben. Und diese Verantwortung wahrzunehmen und sich einzubringen und zu sagen, erstmal bin ich für mich selber verantwortlich. Und dieser Begriff Subsidiarität, dass man auf der Ebene, wo man es lösen kann, erstmal die Aufgabe löst und nur wenn es dann nicht lösbar ist, in eine nächsthöhere geht, dann funktioniert es sehr gut. Und diese erste Ebene, für die man verantwortlich ist, das bin ich selber. Und das geht schon nicht bloß mit Wirtschaftlichen los, sondern auch schon mit der Haltung. Ob ich früh aufstehe und gut gelaunt in den Tag gehe und das strahlt aus, oder ob ich mich früh über die Fliege an der Wand ärgere und mit meiner schlechten Laune als erstes mich belaste und dann die Menschen, die ich dann treffe und mich wundere, dass hier alle schlecht gelaunt sind. Aber den ersten Teil, wo ich dafür verantwortlich bin, schon ausblende. Und ich glaube, so kann man das natürlich von der Umgang mit Leben praktizieren, aber auch die Verantwortung inneren Verein oder die Verantwortung auch, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, die Verantwortung, wo und wie bringe ich mich ein und engagiere mich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, dass man nicht nur egoistisch von sich ausblickt und sagt, wie geht es mir? Und erstmal habe ich alle Rechte und alle müssen sehen, dass es mir gut geht. Und alles andere, da bin ich nicht dafür zuständig. Nein, ich glaube, jeder hat eine Verantwortung für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und wenn man das alles gegeben hat, dann darf man vielleicht, wenn man das nur will, anfangen zu sagen, und was ist mir aus der Gesellschaft wichtig? Aber ich glaube, die Frage kommt gar nicht mehr, wenn man so denkt, weil man dann auch so viel zurückgeht und zufrieden ist. Aber in der Reihenfolge würde ich das sehen. Ja, und nicht bloß zu sagen, mir geht's gut, aber manche jammern, aber es ihnen schlecht geht, tun aber nichts dafür, dass sie sich verbessern und fordern bloß. Das ist ja danach die andere Seite, auch da in die Verantwortung zu gehen. Sind wir bei dem Thema Gesundheit, viele jammern und da zwickt's und da. Aber du hast jeden Tag viele Möglichkeiten, die Eigenverantwortung zu übernehmen, was du überlegst, was du in dich reinwirfst an Essen und Getränken.
und was du auch in Bewegung umsetzt und frische Luft. Also es gibt viele Möglichkeiten, die gesundheitserhalten sind. Das liegt aber an dir und dem Schweinehund und all die Dinge, ein Leben zu führen. Und da kann jeder Eigenverantwortung übernehmen und muss das nicht irgendwelchen, das kannst du nicht wegdelegieren. Absolut, diese Eigenverantwortung. Und manches entsteht ja schon durch Sprache. Manche kennt ja jeder vielleicht, jemand, wo man sagt, wenn ihn den trifft, da weiß ich schon, der lamentiert mir wieder alles vor. Und die Menschen, die sind per se schon, die leiden schon drunter durch ihre Sprache, weil sie wissen, warum es ihnen schlecht geht. Und das kann man natürlich üben, dass man das andersrum macht und sich jeden Tag freut über das, was man alles erlebt hat. Ja. Auch da wieder bei Übungen. Man kann ja jeden Tag abends, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, Tagebuch schreiben und sagen, was war heute toll, was ist mir begegnet. Und es ist erstaunlich, wenn man anfängt, abends darüber nachzudenken und sagt, wenn man es nicht aufschreibt, wenn man ins Bett geht und beim Einschlafen man sagt, was war denn heute alles toll. Ja. Und manchmal wird man gar nicht fertig mit dem Aufzählen, weil man schon eingeschlafen ist. Oder halt früh morgens gebe ich oft auch diese Erfahrung weiter, nicht aufzustehen, bevor dir nicht drei Dinge einfallen, warum du dich auf den heutigen Tag freust. Das ist einfach ein positives Kopfkino, weil meistens wollen die Leute gar nicht raus, weil ihnen vielleicht 10 oder 20 Sachen einfallen, warum das heute ein ganz schlechter Tag wird. Aber das liegt da oben in deinem Mindset und das liegt an dir. Und ich sage immer, tust der Umwelt nicht an, wenn du nicht mindestens drei Gründe hast, warum du heute, auf was du dich freust, dann bleib liegen. Und ich sage, da gibt noch einen Joker, du kannst dich ja freuen, dass du schon zwei Gründe gefunden hast, dann darfst du auch aufstehen. Also ich habe mich gefreut, dass wir heute Abend den Talk hatten. Das war wunderbar und das war schon einer meiner Gedanken heute früh morgens. Ja, endlich ist es heute soweit. Und ich freue mich jetzt auch, dass du Fragen stellen kannst unserem nächsten Gast. Das ist wieder eine Frau. Das ist die Monika Beetz. Monika Beetz ist Personalleiterin, Personalmanagerin bei einer Kommune, hat das ganze Personalentwicklung auch studiert. Das Master of Art in Personalentwicklung. Und wir haben das nächste Mal das Thema Organisation und Struktur als Monatsthema in April. Und du darfst dir zwei Fragen stellen und die nehme ich mit. Ja, das ist toll. Und ich würde der Monika Beetz eine Frage mitgeben, wenn man mit Strategie und Organisation und Personal sich beschäftigt. Ich glaube, ganz wichtig ist, in Balance zu bleiben. Und was kann sie uns mitgeben, aus Ihrer Erfahrung, wie sie in Balance bleibt oder wo sie sagt, wie man Aufgaben gut in Balance bewältigen kann? Das ist wieder eine spannende Frage. Ja. Und Organisation ist ja nichts Statisches. Was braucht es für eine lebendige Organisation, die immer wieder sich erneuert, weiterentwickelt? Und wie kann man eine lebendige Organisation entwickeln, die die eigene Kraft entwickelt, sich zu wachsen? Also werde ich mitnehmen. Du kannst den Podcast oder anhören oder den Talk anschauen. Ich gebe dir dann den Link, wenn wir dann am 1. April online gehen. Und herzlichen Dank. Verantwortung. Schön, dass du die Verantwortung getragen hast und dir Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen. Und es ist mir wirklich immer toll, wie tiefgründig und auch trotzdem verständlich deine Antworten aus deinem Mund kommen. Ich könnte stundenlang zuhören, aber wir haben uns auf 30 Minuten beschränkt. Und meine Verantwortung ist es, nicht zu überziehen. Auch das ist in Führung bleiben. Und da muss man auch mal Ruhepausen einlegen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, lieber Leonhard. Danke, lieber Theo, und immer ein Genuss, mit dir im Gespräch zu sein. Mir genauso. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Ciao. Das war die Videofolge, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie das Video weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.